Es ist der bisherige Höhepunkt einer steilen Politikerkarriere. Sebastian Kurz, konservative ÖVP, ist stärkste Kraft bei den Nationalratswahlen geworden. Somit könnte Kurz nächster Bundeskanzler werden, mit nur 31 Jahren. Ein Wonderboy, so sein Spitzname. Der heutige Tag ist ein historischer. Der heutige Tag ist unsere Chance, die Führung in diesem Land zu übernehmen und für echte Veränderungen in Österreich zu sorgen. Vielen Dank euch dafür. Sebastian Kurz stammt aus kleinbürgerlichen Verhältnissen, die Mutterlehrerin, der Vater Techniker. Abitur mit Auszeichnung, Bundeswehr und danach ein Jurastudium in Wien, das er nie beenden sollte. Ihm macht Politik generell Spaß. Deshalb trat er 2003 bei der Jungen Volkspartei ein und wurde schnell Vorsitzender. Als 18 bewies er früh, dass er im Wahlkampf von nichts zurückschreckt. Um für mehr U-Bahn-Verbindungen zu werben, ließ er 2010 Geilo-Mobile durch Wien fahren unter dem Motto Schwarz macht geil. Halbnackte Wahlkämpfer warben für 24-Stunden-Verkehr am Wochenende und warfen schwarze Kondome unters Volk. Der Vorstoß glückte. 2011 der nächste Karrieresprung. Kurz wird Integrationsstaatssekretär, 2013 schließlich jüngster Außenminister und bekennender Economy-Class-Flieger. Mit seinem strikten Kurs, vor allem beim Thema Migration und Integration, ist er politisch rechts der deutschen CSU anzusiedeln. Dabei schlägt er einen zivilisierteren Ton in der Ausländerdebatte an als die rechtspopulistische FPÖ, aber mit gleichen Inhalten. Sehen Sie sich an die Mindestsicherung in Wien, wo mittlerweile jeder zweite Bezieher ein ausländischer Staatsbürger ist. Wenn wir unseren Sozialstaat wirklich schützen wollen, dann müssen wir sicherstellen, dass die Zuwanderung ins Sozialsystem weniger wird. Dann schützen wir ihn auch für die nächsten Generationen. Kurz gelang es im Wahlkampf, das Bauchgefühl der Wähler anzusprechen, an die Furcht vor dem Fremden und die Angst vor dem Unbekannten zu appellieren und diese politisch zu nutzen. Ein kalkulierender Machtmensch, der es bis ganz nach oben geschafft hat. Vielen, vielen Dank.